Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 2 Brief Edge. Da oben steht sogar 2, wie passend. Und ja, in der letzten Folge haben wir quasi den Auftakt begonnen einer sehr, sehr langen Überlebensreise, denn wir werden 4369 Jahre hier überleben müssen, haben wir erfahren. Und unser Raumschiff ist quasi, broke gegangen und wir müssen noch ein bisschen, ums Überleben kämpfen. Die nächste Aufgabe ist, stelle von den Entwicklern ausgelegten Mist her und lege ihn in deine Hände. Mist? Was für ein Mist? Lol. Okay. Ich werde mal schauen. Habe ich das Radio angemacht? Ich wollte eigentlich das Radio anmachen. Oh, spannend. Geil. Okay. Oh mein Gott, wie spannend. Mist herstellen. Ich habe übrigens einen Rückenkratzer. Ich weiß nicht, wofür der ist. Der Rückenkratzer meines geliebten Großvaters mit einem Nippelgreifer. Sehr beliebt bei Astronauten. Ausgehend davon kannst du einen hervorragenden Werkzeug erstellen, um etwas anderes zu greifen. Naja, gut. Was soll ich herstellen? Mist soll ich herstellen? Handlicher Schaber. Den könnte man mal herstellen. Was? Ich sehe einen gefährlichen Ort auf dem Radar. Es gibt viele... Was? Lebensprechende Sauerstoff? Ich kann nicht dorthin fliegen. Wenn du dort plötzlich raus... Kannst du explodieren. Was? Okay. Ein Schaber. Könnte man herstellen? Ja, ich guck gerade mal. Von den Entwicklern aufgelegter Mist. Tatsächlich irgendein von den Entwicklern aufgelegter Mist. Veredeltes Metallkabel und ein dickes Isolierband. Okay. Ich würde tatsächlich erstmal hier so ein Werkzeug bauen. Den handlichen Schaber. Und den würde ich mir mal auf die 1 legen. Genau. Den Rückenkratzer mal auf die 2, mal zu gucken, was es ist. Und ich würde ein paar Sachen tatsächlich einlagern. Jetzt weiß ich gar nicht. Können wir hier das als Container öffnen? Ach, guck mal. Notiz. Wie übertrage ich das jetzt? Ach so, okay. Alles erstmal die persönlichen Gegenstände, die wir in der letzten Folge gesammelt haben. Die würde ich jetzt gerne erstmal alle rüberpacken. So, Stoff, das sind Ressourcen. Gummi lasse ich auch mal drin. Jetzt haben wir ein bisschen Platz wieder. Das ist alles drüben. Das Bier, das gönnen wir uns irgendwann mal. Aber die Blaupause würde ich gerne wissen. Bohrer. Großvaters Garage war voll mit solchen Blaupausen. Mit ihm könnte... Achso, das hatten wir schon gelesen in der letzten Folge. Ich erinnere mich. Ich schau mal eben, können wir die benutzen? Achso, nee, wollte ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man die benutzt. Muss man die irgendwo... Hier vielleicht? Ausrüstung? Gegenstände? Bohrer. Achso. Okay, ich lagere die mal ein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So. Wir können mal ein bisschen was trinken, ne? Essen auch. Ich weiß gar nicht, essen? Müssen wir mal gucken, was wir da herstellen können. So, hier Nahrungspaket. Eine Packung aufgetauten, nährstoffreichen Glibber. Es ist einfach, den Verschluss in der Hand zu halten. Die weiche Verpackung macht es einfach, alles bis zum letzten Biss herauszudrücken. Und ihr furchtbares Design unterstreicht den schrecklichen Geschmack. Okay, machen wir mal. Brauchen wir Eis? Was brauchen wir denn dafür? Gar nichts? Ich erstelle es mal hier. Lebst du noch? Kannst die Koordinaten nennen? Es gibt hier einen Trümmer. Was, Babe? Wer ist das? Okay, dann würde ich sagen... Gefrorenes Wasser. Wir können auch, glaube ich, Wasser herstellen, ne? Genau, wir brauchen dazu zweimal Eis. Das ist das hier. Und dann stellen wir mal Wasser her. So. Und dann würde ich jetzt einmal trinken. Und nochmal. Und dann würde ich jetzt einmal essen. Genau, haben wir 92. Reicht erstmal. Nährstoffglibber und Stoff haben wir noch. So. Wir müssen ein bisschen Ressourcen abbauen. Was ist der Rückenkratzer? Was? Ich kann den benutzen. Es ist so... Egal. Okay. Hinaus in die Wildnis. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal. Kann ich jetzt hier... Geht das? Ach, das geht. Okay. Gerade mal, wie man es aufhebt. Uah. Nehmen.
Ich muss ein bisschen mich dran gewöhnen. Normalerweise nimmt man was mit E auf oder so, aber hier ist jetzt so... Eis würde ich auch mitnehmen. Weil wir wegen Trinken und so natürlich, weil wir zwischendurch einmal trinken müssen. Ja, der Sauerstoff, den müssen wir natürlich im Auge behalten. Das wird jetzt am Anfang ein bisschen nerviger werden. Aber ich denke, atmen. Aber ich denke, dass wir da auch sehr, sehr schnell wahrscheinlich... Turmband kann ich... Oh. Hab ich gemacht. Uah. Blaupause Batterie. Juhu. Später wird es ja auch, wie gesagt, Fahrzeuge geben. Das habe ich in der letzten Folge ja schon gesagt gehabt. Und dann werden wir ja auch mit Fahrzeugen reisen. Damit das hier, damit wir auch ein bisschen weiter hier unsere Raumstation hier verlassen können. Man wird die wohl auch, so wie ich es gesehen habe, so weit waren wir ja damals im Stream nicht gewesen. Man wird wohl auch seine Base hier so ausbauen können. Okay, Heckenschere brauchen wir hierfür. Und wenn man die ausgebaut hat, kann man da wohl auch, wie gesagt, ein bisschen mehr Platz hat man dann und so. Ja, guck mal. Verzeih mir mein Akzent. Die Menschheit fliegt durch die ganze Galaxie, ist aber nie ein guter Übersetzer. Rettest du mich? Klar, Babe. Klar. Wer auch immer Babe ist, ich habe keine Ahnung. So. Ich tank nochmal eben schnell Sauerstoff. Mit Tür auf. Warum nicht? Klar, gerne. So. Wir nehmen natürlich Metall mit. Wir brauchen natürlich für den, von den Entwicklern irgendeinen Mist aufgetan, damit wir das hier machen. Ich finde es gut, dass das Spiel sich halt einfach nicht ernst nimmt. Ne? Es ist halt super. So, wie gesagt, wir dürfen nicht zu weit fliegen. Weil wir auch immer wieder zurück müssen. So, was haben wir hier? Okay, da war es, glaube ich, ein Radius. Konnten wir auch aufbrechen. Ja, ja, ja. Kleinen Kügelchen nehmen wir alles mit. Und dann geht's zurück. Diese Musik immer, wenn man kurz vorm Sterben ist. Was ist denn da los? Was? Willkommen, bitte wischen. Was steht da? Was steht da oben dran? Was? Sie sich die für, aber bevor sie eintreten. Bitte wischen Sie sich die... Achso, die Füße ab, bevor sie eintreten. Ich weiß nicht warum. Was ist das hier? Ausschalten? Achso, da kann man das Radio an- und ausmachen. Achso, okay. Gut, ich würde gerne noch einmal hier vielleicht, was ist das hier? Einmal gucken, was das ist. Das dauert ein bisschen länger. Fliegt doch immer weg, je mehr wir draufhauen natürlich. Ah, Mist. Okay, der Schaber ist genau in dem Moment weg. Ich versuche das mal wegzustoßen, also zu uns hin. Es geht, ne? Okay, super. Dann ist das ein bisschen näher dran. Ich crafte mir nochmal eben schnell einen Schaber. So. So, dann craften wir. Können wir das auch hier machen? Nein. Wir können das nur am Crafting Table machen. Okay. Ich meine, mir war so gewesen, damals, wo wir das im Stream gespielt haben, dass man das auch quasi unterwegs machen kann. Aber ich bin mir nicht sicher. Den Rückenkratzer lege ich mal weg. Den brauchen wir nicht. Der ist... Eigentlich ist der Quatsch. Aber ich finde es witzig, dass es... Ich finde es witzig, dass es drin ist, aber gut, okay. So, wo ist das Teil hier? Dann schauen wir mal genau eben, was es ist. Warum haben wir da Gefahr bekommen unten rechts? Was ist das? Ist das das hier? Nee, ne? Weiß, biegsam, nützliches Metall mit Variierungen von etwas Abfall. Mhm. Ist da noch was abgegangen? Nee, ne? Da ist noch ein bisschen Metall. Es könnte aber knapp werden mit dem Sauerstoff. Ja, okay, ich düse nochmal eben schnell zurück. So, warte. Wir brauchen ja auch Kabel und so, ne? Weiß gar nicht mehr. Kabel. Müssen wir gleich mal in der Enzyklopädie gucken, wie wir das herstellen. Hier ist nochmal ein Radio. Aufbrechen.
Dort kriegen wir Plastik, eine Batterie. Das nehmen wir alles mit. Metall können wir ja... Metall ist ja, glaube ich, so die Nummer 1 Ressource hier. Wir werden hier überall noch hinkommen. Da unten, da waren wir damals noch gewesen, das weiß ich. Da in dem Löchlein, wo es rot ist. Da waren wir damals drin gewesen. Das ist aber schon, wie gesagt, ewig her. So. Dann lass mal gucken. Also, wir haben Gummi. Wie stellt man ein Kabel her? Lass mal gucken. Oder beziehungsweise, was brauchen wir denn nochmal? Wir brauchen... genau, Station. Von Entwicklern aufgelegter Mist. Zweimal veredeltes Metall und dickes Isolierband. Veredeltes Metall. Gucken wir noch mal. Mit veredeltes Metall. Indem man ein paar schmutzige Metallkugeln zu einem großen verschmilzt und sie mit einer Zahnbürste bürstet, strahlt das Metall besser. Sieht schwer aus und fühlt sich an, als wäre es stabiler und zuverlässiger. Es ist unwahrscheinlich, dass du diese Schönheit kostenlos bekommen kannst. Okay, also das heißt also, wir müssen das an der Werkbank machen aus Metall. Okay, und wir brauchen dickes Isolierband, ne? War das, glaube ich? Dickes Isolierband. Ingenieursband ist bei den Ingenieuren im Weltraum sehr beliebt. Jeder anständige Kapitän im Shuttle hat ein paar Kilometer des wunderbaren Materials. Denn es ist fast alles zusammenklebbar. Und wenn es unmöglich ist, etwas zusammenzukleben, dann sollte man einfach dickeres Klebeband verwenden. Genau, so ist das. Mit Tesaband geht alles. Oder auch mit Panzerband. Hier, veredeltes. Viermal. Brauchen wir viermal Metall für. Dann kriegen wir ein veredeltes. Mach ich mal zwei Stück. Und wir brauchen zweimal Gummi. Hatten wir nicht... Nee, Gummi hatten wir schon... Wie stellen wir denn Gummi her? Jetzt muss ich mal gucken. Ressourcen? Gummi. Position. Trümmer mit funkelnder Verkabelung. Frachtcontainer. Erhalten via Schere, handelüblichen Schaber. Gummi. Wenn es innerhalb des Shuttle-Trümmer einen Boden gibt, bedeutet das, dass sich Gummi in der Nähe befindet. Gummierte Platten wurden verwendet, um diese Abteilung mit der mächtigsten Generatoren zu isolieren, die in der Lage sind, die Unvorsichtigen leicht zu braten, die nach einer Katastrophe im Weltraum zu den Drähten getrieben ist. Um Gummi von diesen Platten kann nur mit einer Schere geschnitten werden. Ja, oder halt, die von den Platten, okay. Das heißt, wir müssen nochmal raus und müssen tatsächlich nochmal, nochmal schauen. Ein wenig Gummi zu ergattern. Gummi, du verstehst. Du weißt, wovon ich rede. Gummi, haben wir hier irgendwo Gummi? Gummi. Hier ist Gummi. Kann ich da draufhauen einfach? Extrahieren. Ah, Schere benötigt. Das ist ja das, was gesagt worden ist. Ansonsten, was ist hier? Aufbrechen? Vielleicht ist hier Gummi drin? Ah, ich will hier keinen Elektroschock kriegen. Uah! Veredeltes Metall nehme ich mit. Ciao. Oh, der Sauerstoff. 14, 13. Unten links. Haben wir denn schon für Werkstatt? Also für aus... Also... Warte mal. Ausrüstung, Werkzeuge. Greifer. Eine Modifikation von Großvaters Rückenkratzer ist ideal, um Objekte aus einigen Löchern rauszuziehen, um Dinge aufzunehmen, die man nicht berühren möchte. Ein modifizierter Greifer. Kabel haben wir doch gar nicht. Wieso steht da Kabel? Wo haben wir denn Kabel? Haben wir Kabel? Wie sieht denn Kabel aus? Haben wir... Ach, so sieht Kabel aus. Doch, haben wir. Wir brauchen aber Gummi, ne? Nochmal. Okay, muss ich nochmal gucken, ob wir nochmal irgendwo Gummi finden. Wo finden wir denn Gummi? Ist hier Gummi drin? Hallo, Gummi?
Gummi? Aua. Hier, Gummi? Nee. Weil Schere wüsste ich jetzt nicht, wie wir die herstellen. Haben wir den schon? Neuer Container. Ich glaube, da war Gummi drin. Bin mir nicht sicher. Ah, nee, hier Gummi extrahieren. Eine Heckenschere. Wie kriegen wir eine Heckenschere? Verdammt. Uah, ich muss mich beeilen. Hilfe. Verdammt, ich würde gerne eine Heckenschere haben. Warte mal. Ausrüstung, Werkzeuge, Heckenschere, hier. Heckenschere, eine Schere am Stock. So dumm und doch so fantastisch. Du musst dieses Ding bauen. Sie dient dazu, alles zu schneiden, was geschnitten werden kann, wie zum Beispiel Kissen an Wänden oder Gummiplatten. All das könnte auch mit einem einfachen Messer geschnitten werden. Aber das wäre langweilig. Position keine, erhalten wir Handwerk. Via Handwerk, wo? Blaupause ist das, ne? Was ist das? The waste disposal system is damaged and is operating in reverse mode. The toilet can suck objects flying past the shuttle when the tanks are full. Kann ich das? Man konnte das doch, glaube ich, benutzen, das Klo, ne? War das nicht so? Mein Mann konnte, glaube ich, das Klo benutzen. Bin mir aber nicht sicher. Okay, wir müssen... Wir brauchen Gummi. Und wir müssen gucken, dass wir irgendwo vielleicht eine Schere herkriegen. Also die Blaupause von der Schere. Ja, ist doch gut. Bist du nicht verheiratet? Ich bin es noch nicht, aber will es sehr. Wenn wir überleben, können wir... was? Können wir uns verabreden? Rettest du mich? Was? Ich will... Ich brauche Gummi. Hast du eine Schere? I understand that such an image can horrify you, but put your mind at ease. You will need to pay only half the cost of a damaged spacesuit in such a situation. The Red Edge Agency is proud of its loyal attitude towards clients. Vielleicht soll ich erstmal ein paar Container aufbrechen. Hey, da ist Gummi. Gummi. Ich habe Gummi gefunden. Und ich sollte ganz schnell Heckenschere, Blaupause. Ja, oh nein. Jetzt war ich übermütig, oder? 6, 5, 4, 3, oha. Das war knapp. Alter Schwede, war das knapp. Puh. Na, na, na. Na, na, na. So, jetzt können wir natürlich herstellen. Erstmal will ich jetzt eine Schere herstellen. Das ist das Erste. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Haltbarkeit ist von denen. Haltbarkeit 4. 35. 20. Schere mache ich mal auf 2. Haltbarkeit 20. Okay, wir müssen gleich nochmal einen Schaber herstellen. Mist. Ah, wir müssen ein bisschen auf die Ressourcen achten. Ein bisschen Ressourcenmanagement müssen wir machen. Kabel und dickes Isolierband. Wir müssen gleich Kabel organisieren. Wie viel Mal Isolierband brauchen wir? Einmal. Einmal Kabel. Das heißt, wir müssen jetzt noch Kabel holen. Wir müssen sowieso Metall holen, ne? Hier können wir übrigens jetzt auch schneiden mit der Schere. Probier das direkt mal. Aha. Ja, also mal mit Stoff haben wir davon bekommen. Gut, jetzt brauchen wir Metall. Das heißt, wir düsen mal, versuchen mal Metall zu sammeln. Ich weiß nicht, ob der noch hält, hier unser kleiner Schaber, den wir hier haben. Ja, wahrscheinlich ist er, geht er kaputt, das habe ich mir schon gedacht. Aber nicht schlimm, wir haben noch ein paar kleine Metallkugeln. Wir sollten auf jeden Fall darauf achten, dass wir ein paar Schaber erstellen. Wir sind ja noch zwischendurch ein paar Metallkügelchen. Das ist jetzt nicht das Problem. Nein, ich sollte reingehen. Ich weiß, dass es später auch so Sauerstoffflaschen, glaube ich, waren das, die es gibt. Die kann man dann herstellen. Dann kann man zwischendurch ein bisschen mehr auch Sauerstoff auftanken. So. Dann machen wir mal. Bohrer können wir übrigens auch herstellen. Aber ich hätte gern erstmal den auf die 1. Wir brauchen Kabel, ne? War das?
Löcher bohren. Ich bin mir noch nicht sicher mit dem Bohrer. Haben wir auch eine Batterie? Haben wir übrigens. Kabel. Wir können jetzt... Gummi konnten wir, glaube ich, jetzt hier abschneiden. Mit der Schere war es gewesen, ne? Nehmen wir davon auch Kabel dann? Oh, hier liegt noch was. Guck mal, was liegt denn hier? Metall und Gummi. Und hier kann ich jetzt... Ach, guck mal. Dadurch kriegen wir Gummi. Kann ich das? Gummi schneide ich auch mal eben ab. Okay, mit dem Huhn können wir quasi... Mit dem Huhn können wir quasi den Strom quasi beiseite schaffen. Okay. Sehr, sehr lustig. So, jetzt müssen wir noch gucken, wo wir das Kabel herbekommen. Verdammt. Puh, müssen ein bisschen die Augen offen halten. Da oben war... Das Bronze war Kabel. Kriegen wir auch... Hier könnte Kabel sein, oder? Nee, das ist Metall. Ist das hier? Plastik? Bräuchte ein bisschen... Alter, was ist das denn hier? Gott. Dem Inventar ist voll. Oh nein. Das ist nicht gut. Verdammt. Okay, dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen das Inventar leeren. Wir haben so viele Ressourcen hier. Guck mal, Gummi würde ich einmal ablegen. Bisschen Wasser. Wir können ja auch mal wieder Wasser herstellen, ne, im Übrigen. Also die Nahrungssachen, die würde ich hier erstmal drin lagern. Und die ganzen Sachen, die wir vielleicht brauchen, vielleicht hier so. Das Gummi würde ich jetzt vielleicht auch erstmal so zwei nur lassen. Den Rest lasse ich erstmal drin, weil dann haben wir ein bisschen Nahrung zum Herstellen, wenn wir was brauchen. Ich würde nochmal auf Reisen gehen und würde nochmal versuchen, dass wir vielleicht ein bisschen, ja, tatsächlich ein bisschen Kabel bekommen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir suchen sollen. Wegen Kabel. Hier ist nochmal Plastik, nehme ich auch nochmal mit. Na? Komm her. Gut, dass es immer automatisch mitnimmt. Kabel, Kabel, Kabel. Ist das Kabel? Das ist kein Kabel, oder? Das... Greifer benötigt, okay. Ja. Wenn ich gucke, ich gleich nochmal in die Enzyklopädie. Weil die war ja... Lass mal gucken. Ressourcen... Kabel. Da, Kabel. Position Trümmer. Elektronische Geräte. Ach ja, stimmt. Erhalten wir Hände. Okay, händlicher Schaber. Okay, also in Trümmern und elektronischen Geräten ist das drin. Dann müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht ein paar elektronische Geräte finden. Ich weiß nicht, was ist das hier? Stoff nehme ich mit. Kabel ist eine sehr rare Ressource, so wie das aussieht, oder? Hier sind noch ein paar... Warte mal. Oh, ich sehe Kabel da unten. Hier ist Kabel. Nehme ich mit. Also Kabel sollten wir schon... Bei Kabel sollten wir schon aufpassen, dass wir da... Ja, ich weiß nicht. Ob wir später noch ein bisschen mehr kriegen von irgendwoher, müssen wir mal gucken. So. So. Ich würde sagen, ich glaube, wir haben es jetzt, ne? Genau, jetzt können wir von den Entwicklern den aufgelegten Mist erstellen. Toll. Tatsächlich irgendein von den Entwicklern aufgelegter Mist, stellen wir mal her. Was auch immer das sein soll. Ich weiß es nicht. Von den Entwicklern aufgelegter Mist, ja. Auf 3 hätte ich es gerne. Was soll das sein? Was maximales Level im Spiel erreicht, was? The electrical stimulation is complete. Having traced your brain's activity while you were working, your brain was stimulated with small electrical charges to improve your engineering skills. Judging by the result, it didn't work and caused a number of hallucinations. Was However, it was entertaining. You still can't get past the radiation, but I will mark the coordinates of the rescuers for useless motivation. Was soll? Was installieren, dich selbst schlagen? Gehirnerschütterung. Oh, ich habe Gesundheit verloren. Nein! Gehirnerschütterung, Errungenschaft bekommen. Wie installiere ich das? Drehen? Ich kann das sehen.
Ich kann das hier... Was? Ich will das nicht haben, diesen Mist! Okay, ich hänge den hier irgendwie hin, wenn das geht. Ich weiß nicht. Bestätigen, warte. Bestätigen. Nehmen. Kann ich... Tschüss, irgendein Mist. Kann ich das auch irgendwie vielleicht... Kann ich das... Nee, kann ich nur nehmen, ne? Ich kann es nicht wieder zerstören. Es ist Bilris. Auf jeden Fall werden wir hier überall noch hinreisen. Wir werden noch hier die ganzen Orte abklappern. Ich weiß nicht, ob wir da so hinkommen, das weiß ich nicht. Aber wir werden hier auf jeden Fall noch viel, viel weiter zu den Orten reisen. Ich wollte nur mal gucken, dass ich es vielleicht auch noch ein bisschen lauter mache. Musik vielleicht auch noch ein bisschen... So. Und, ja, was wollte ich gesagt haben? Da, wie gesagt, waren wir schon gewesen und das werden wir alles noch bereisen und dort werden wir überall noch hinkommen. Und ich hoffe, erreichen den Evakuierungspunkt ist die nächste Aufgabe. Das machen wir jetzt natürlich noch. Da unten. Ich wollte einmal gucken, wegen Essen und Trinken, weil wir haben nur 40 Gesundheit. Ich würde mir nochmal eben schnell was herstellen. So. Die Musik ist auch ein Traum. Zweimal... Ah, guck mal, wir haben sogar Wasserflaschen ja gefunden. Zweimal Wasser reicht. Ich würde nochmal Essen herstellen mit diesem grünen Zeug hier. So. Das heißt, wenn wir nochmal einmal den Bauch vollschlagen... So, aber ich weiß nicht, wie wir uns heilen, weil heilen, weiß ich nicht. Kondom. Dieser seltsam geformte Ballon hat zusätzliche Kraft und Elastizität. Mein Gott, schweres Wort. Du kannst ihn mit Sauerstoff aufpumpen. Es wird nicht viele davon geben. Aber er würde für einen Atemzug reichen, wenn er nicht platzt. Was? Um Gottes Willen, was? Okay, lass uns mal versuchen, den Evakuierungspunkt zu erreichen. Wo ist denn der? Ist das der da unten? Das schaffe ich doch nie im Leben mit dem... Oder ist das... der ist das, ne? Der Evakuierungspunkt ist das da hinten. Der ist, boah, 1,6 Meter. Also 1,6 Kilometer ist er weg. Wir haben ja nur 50 Sauerstoff. Und da unten ist auch noch irgendwas. Okay, wisst ihr, was wir machen? Ich würde sagen, in der nächsten Folge... Wir machen das einfach in der nächsten Folge. In der nächsten Folge reisen wir mal zu diesen Orten. Ja, ob wir das da hinschaffen, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall würde ich gerne hier unten mal versuchen hinzukommen. Und... Was ist das denn? Wieso liegt der Rückenkratzer auf dem Boden? Ich lagere den mal ein. Genau, in der nächsten Folge würde ich tatsächlich sagen... Würde ich das mit euch mal ausprobieren, dass wir da vielleicht einfach mal dahin reisen. Okay, ich pack mal das mal da rein. Dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Platz. Wir haben nicht viel Stauraum fehlt mehr auf, ne? Haben wir noch irgendwo... Wir können die Kassette mal gucken, ne? Warte mal. Das haben wir noch nicht gemacht. Wo ist denn die Videokassette jetzt? Die haben wir doch in der ersten Folge gefunden. Hier. Den Überlebensratgeber, den gucken wir uns jetzt nochmal an. Warte mal. Gefunden 1 von 4 Sammlungen. Ach du Heiliger. Tupi or not Tupi. Space so dangerous, so unspectable, just like your bladel. Was? In space, you can find your safe life without the most valuable equipment. Boy, was? Boy, was? Try to keep all in. Was zur Hölle?
Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, können wir Base bauen dann. Aber das habe ich ja, glaube ich, in der ersten Folge schon gesagt. Ende! Ende! Ja, cool. Geil. Müssen wir die rausnehmen? Wieso kann sie ja entfernen? Okay. Haben wir. Ausschalten. Ja, nice. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Anscheinend kann man Base bauen, so wie ich das gerade gesehen habe in diesem Video. Und kann ich mich jetzt ausruhen? Ah, okay. Dann würde ich sagen, wir schlafen jetzt ein wenig und in der nächsten Folge würde ich sagen, ja, jetzt heilen wir uns auch, jetzt sehe ich das. Unten heilen wir uns jetzt quasi. Und ich sage, in der nächsten Folge wandern wir dann oder reisen wir mal zu diesen Orten, wo wir hin müssen oder halt mal gucken, was uns dort erwartet. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge sind wir dann da und schauen mal, was uns der Weltraum unendliche Weiten sonst noch bereitet. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid in der nächsten Folge Brief Edge. Bis dann, macht's gut, ciao.